So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nicht mal eine Woche ist es her, da saß ich hier und habe euch erzählt, wie toll meine Vorbereitung läuft, wie toll mein Fortschritt ist, dass ich, so Gott will, auf der Bühne stehen werde, und jetzt ist es real. Ich sitze hier und teile euch mit. Yeah. Dass diese Blase, dass dieser Luftballon geplatzt ist. So, wir haben Montag, den heute ist der 16. März, und ich habe die Nachricht bekommen, dass wir heute noch bis 18 Uhr aufhaben. Deshalb werde ich jetzt noch mal so richtig meine Beine zerstören. Alles, was geht, rausholen, auch wenn ich eigentlich, ne, kräftetechnisch ja gerade nicht am Höhepunkt bin. Aber, und ich nehme euch noch mit. Also genießt dieses Training. So, Beinstrecker geschafft, und ich habe allein schon vom Beinstrecker so einen krassen Pump drin. Jetzt so das Next One. Thank you.
habe seit ungefähr 2 Wochen Deathhandstand Front Squats, weil ich mich nicht mehr so im Kreislauf fühle, außer heute. Heute ist Adrenalin-Level ganz weit oben. Deswegen schön für die Quads, eng. Viele Wiederholungen. We'll be right back.
Also wir haben ja von den Beinpressen her auch immer verschiedene. Ne? Wir haben einmal eine Gerade, wir haben aber auch mal eine Gerade, wo wir den Sitz verschieben, die Lehne, wir haben die Schräge. Ich mache heute die hier, weil ich generell heute den Fokus auf meine vorderen Oberschenkel setze. Sprich enger Fußstand und schön aus dem Quad. Den Fuß immer ein bisschen von der Gewichtsverlagerung nach außen, also nicht abknicken, schon mit dem ganzen Fuß draufbleiben, aber so ein bisschen nach außen drücken und dann gib ihm. Ich habe jetzt noch zwei Sätze, die mache ich im Time Under Tension Stil, sprich schön auf Spannung, damit ich mir jetzt keine Verletzungen hole, das muss nicht sein. Auch wenn ich genug Zeit hätte zu regenerieren, ich will es trotzdem nicht. Dadurch, dass wir vom Gewicht her hier immer nach vorne gezogen werden, drücken wir uns auch extrem aus dem Quad raus. Also, wie ist die Situation? Natürlich war ich mit meinem Coach die letzten Tage ständig im Kontakt. Ich werde dieses Frühjahr keine Wettkämpfe machen. Denn alle Fitnessstudios haben geschlossen und ohne Training brauche ich keine Wettkämpfe machen. Wir brauchen nicht davon reden, dass wir zu Hause unseren Muskel als Bodybuilder so trainieren können und ihn auch über Monate ja teilweise echt so aufrechterhalten und prall halten können. Es funktioniert nicht. Wir können zu Hause natürlich Homeworkouts machen. Wir können zu Hause unseren Muskel durchbluten, durchpumpen, am Leben erhalten, sage ich mal, und auch auf verschiedene Art und Weise trainieren. Zurück zum Thema Wettkämpfe. Wir werden Folgendes jetzt machen. Eine Reverse Diet, sprich wir werden einfach langsam wieder mit den Kohlenhydraten hochgehen, sodass ich nicht gleich wieder aussehe wie letztes Jahr. Die Form, so gut es geht, auch halten. Natürlich war das, also man muss immer in Betracht ziehen, dass wenn man eine Wettkampfvorbereitung macht, da wirklich auch den Körper schön, ja, strapaziert. Cardio wird natürlich ein bisschen reduziert, also nicht mehr 50 Minuten am Tag, aber das bleibt alles bestehen. Und ich muss euch sagen, für mich ist das mit den Wettkämpfen erstmal gar nicht so schlimm. Ich habe zwar jetzt echt eine brutale Form erreicht, so auch, ja, man kann schon sagen, es war wieder die Form meines Lebens. Ich habe auf jeden Fall 2018 getoppt
und man hat jetzt gesehen, was drunter steckt, was ich mir quasi letztes Jahr drauf getrainiert habe, erarbeitet habe. Und das ist natürlich schön zu wissen und das weiß ich jetzt auch für die nächste Saison. Nichtsdestotrotz ist es ja so, es ist ja mein Lebensstil und als Bodybuilderin bzw. Wettkampfathletin ist es ja was, was immer fortführend ist. Jetzt starte ich nicht im Frühjahr, dann hoffen wir, können wir im Herbst starten und das hängt natürlich auch wieder damit zusammen, ne, wie lang geht dieses ganze Prozedere draußen, kommt es noch schlimmer, wir wissen es ja nicht. Und wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Und, nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum. Und ja, wie gesagt, es ist ein Lifestyle. Und ich werde ja jetzt trotzdem einfach weiterhin so leben, wie ich bisher gelebt habe. Es war nichts umsonst, meine Diät war nicht umsonst. Ich habe jetzt schon mal vorgearbeitet. Und kann jetzt einfach wieder auch vielleicht ein bisschen noch an den unteren Partien aufbauen, verbessern, wer weiß. So, das ist das eine. Das andere, was mich eher traurig auch macht, ist die Situation, dass ich ja jetzt, ich habe es euch letzte Woche erzählt, in einem Fitnessstudio angefangen habe und mir das so viel Freude bereitet hat, da auch am Menschen zu arbeiten und wir brauchen nicht darüber reden, dass ich als Selbstständige natürlich auch auf mein Geld schauen muss, ne? Und ich habe zum Glück dieses Standbein, dass ich meine Online-Kundinnen habe und die auch jetzt, und das ist das zweite Thema, was ich ansprechen will, wirklich betreue, noch intensiver. Weil es geht jetzt vor allem darum, ich weiß, wie ich jetzt zu Hause trainiere, wie ich mein Training gestalte und. Und ich sehe meine Aufgabe darin, zum einen natürlich ihnen Homeworkout-Pläne zur Verfügung zu stellen und auch nicht nur meinen Kundinnen, sondern jeder, der Interesse hat, einen individuellen Trainingsplan mit dem Equipment, was er zu Hause hat, einfach zu unterstützen. Also schreibt mir gerne und lasst uns da echt in engen Kontakt sein. Denn gerade in solchen Zeiten, ich weiß, dass ein Homeworkout für manche wirklich erstmal eine enorme Herausforderung und ein enormer Motivations, wie soll ich sagen, also es verlangt einfach eine andere Motivation. Dieses Helfen, das ist was, was mich gerade so positiv stimmen lässt und so positiv denken lässt, weil wenn ich helfen kann, dann fühle ich mich, wie soll ich sagen, dann fühle ich mich gebraucht und dann habe ich einen Sinn, so. Während hätte ich jetzt nichts zu tun, den lieben langen Tag. Und das ist eben das andere. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war gestern nach meinem letzten Training echt am Boden. Ich habe geweint und ich war wirklich kurz extrem aufgelöst. Denn es hat sich so angefühlt, als ob alles, was gerade in meinem Leben so gut läuft, weggenommen wurde. Mein Training, meine Wettkampfvorbereitung, meine Selbstständigkeit. Alles macht mich so unheimlich glücklich, dankbar und positiv auch. Ne? Diese positive Energie, die ich jeden Tag an den Tag lege, die kommt, weil ich mit meinem Tag und mit meinem Leben so zufrieden bin. Und ich bin es immer noch und ich bin auch immer noch unheimlich dankbar, dass ich gesund bin, dass meine ganzen Mitmenschen gesund sind. Wir können zu Hause effektiv trainieren. Wir können zu Hause die Intensität auf ein anderes Level bringen. Wir brauchen nicht darüber reden, dass wir zu Hause den Muskel nicht so trainieren können wie im Gym. Aber wir können im Kraftausdauerbereich unsere Leistungen verbessern und wir können vor allem auch mal ein bisschen mehr in Richtung Koordination und Körpergefühl gehen. So, wie dem auch sei, meine Aufgabe ist es, euch zu helfen, meine Aufgabe ist es, jetzt jeden unterstützen, der möchte und lasst uns diese Zeit vor allem positiv und in Frieden rumbringen. Ich kündige das hiermit schon mal an. Es gibt ein neues E-Book von mir und zwar, also du kennst vielleicht schon mein E-Book Build Your Booty, da ging es nur
um den Muskelaufbau von unserem Gluteus, Trainingsplanung für unseren Unterkörper. Build Your Booty Lady ist eigentlich spezialisiert auf Ladies, aber wenn wir mal ehrlich sind, jeder Mensch braucht Muskulatur, um unser Hüftgelenk, um unser Kniegelenk, Beine und so weiter. Es ist eigentlich für jedermann. Aber ich möchte ja natürlich auch im Großen und Ganzen die Frauen ansprechen und sie motivieren, dass sie Krafttraining betreiben. So, jetzt. E-Book Nummer 2 wird in dem Thema Ernährung sein. Es geht um Rezepte und zwar, es wird brutal. Und ich verspreche euch hiermit, es wird wirklich brutal. Es sind nicht nur einfach Rezepte, es sind überall die Nährwerte angegeben, es sind überall die, wo ihr die Produkte herbekommt, es ist ausgerichtet auf Rezepte im Ofen, Rezepte in der Pfanne, Rezepte in der Mikrowelle, nicht kochen und so weiter. Es ist pikant, es gibt süß, es ist brutal. Und ich freue mich schon mega drauf, euch das präsentieren zu dürfen. Folgt mir weiterhin auf Instagram. Ich werde euch da immer das ein oder andere Video hochladen, was ihr zu Hause machen könnt. Und wenn ihr wirklich auch so ein bisschen eine persönliche Betreuung wollt, dann schreibt mir einfach. Wir kriegen das hin, ich dab euch in den Arsch. Und was ich auch anbiete, sind über Skype Workouts, Live Workouts. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich muss arbeiten und ich komme heim und ich krieg den Arsch nicht hoch, ich kann mich alleine einfach nicht zu Hause motivieren, dann hier, I am. Ich helfe dir, mache ein knackiges Workout, was effektiv ist, was dich zum Schwitzen bringt und was dich vor allem auch, ja, in dieser Zeit motiviert sein lässt. Genau dasselbe mit dem Thema Ernährung. Wir können auch abnehmen, erstmal natürlich ohne Sport, das funktioniert. So. Genug geredet. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal toll findet, wenn euch meine Videos gefallen, dann bin ich wirklich super dankbar. Ich sage es jedes Mal, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert, auch gerne teilt. Teilt auf Instagram und eure Meinung dazu gibt. Last but not least, wenn ihr meine Homeworkouts macht, markiert mich sehr, sehr gerne in eurer Instagram-Story. Macht mal ein Video, wie ihr die Übungen macht, sodass wir einfach gegenseitig zeigen können, wir machen was zu Hause, uns motivieren können, zeigen können. Ne? Es gibt auch immer wieder einen Input, eine Motivation zu zeigen, was kann man alles zu Hause machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.